Und da sind wir wieder bei der Spyro Reignited Trilogy zusammen mit Ben. Hallo. Ja, servus Leute. Dessen Kanal ihr mal fleißig abchecken könnt, habe ich vergessen am Ende der vorigen Folge zu sagen. Das ist Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2 ist, der Ben ist ganz tapfer und lässt sich hier so oder also so gesehen spoilern. Er kennt es zwar von früher, aber er möchte eigentlich die Reignited Trilogy auch noch spielen. Ja, richtig. Nicht wahr? Und da freue ich mich auch schon drauf. Und er erwähnt ja auch immer, wie schön das gemacht ist. Und da hat er recht. Ja. Ja, und man muss ja auch nochmal erwähnen, dass wir die zwei Edelsteine oder zwei Schätze noch Ja, das kann man jetzt hier nicht sehen, weil hier sind es weiterhin 88 von 100. Aber ja, wir haben die beiden gefunden außerhalb der Aufnahme. War jetzt auch nicht so spektakulär. Sie sind mir in die Arme gefallen, deswegen konnte ich es nicht mehr in der Aufnahme zeigen, aber egal. Hä? Der hatte doch welche. Ja, aber ich glaube, da du sie schon mal besiegt hattest, kriegst du sie als Farblote und bringt im Prinzip nichts weiter. Ja, merk schon. Ja. Boah, nach wie vor 88, genau. Okay. Die Steinhügel. Ich wollte im Uhrzeigersinn aber weitermachen, deswegen. Obwohl, wahrscheinlich ist es das. Hier waren wir doch drin, oder? Waren wir hier drin? Ja, hier waren wir drin. Ja. Und da geht's. Achso, das war ja der Ballonmeister. Der Ballonmeister. Ansonsten, Motion Blur ist jetzt aus, zur Freude von Ben. Ich weiß nicht. Oh ja, viel, viel besser. Tatsächlich. Nee, jetzt wirklich? Ja, ja, viel besser. Krass. Zumindest für mich. Ich habe einfach kein Auge dafür. Weil du hast durch die Spielaufnahme über das bisschen diesen Blur-Effekt, sag ich mal. Wenn dann Motion Blur ist auch noch an ist, dann hast du doppelt. Das hat dann beim schnellen Kameradrehen hat das dann schon Bisschen komisch ausgesehen, sagen wir es mal so. So, hier war der Boss, der nicht geht. Ich kann übrigens, gerade ist es wieder passiert, die Gegner auch wegrammen. Ah, guck mal. Also Gegner, ja, du hast ja jetzt schon ein Level abgeschlossen. Wahrscheinlich darfst du das rein. Toasty. Da traue ich mich aber noch nicht. Ich guck erstmal hier weiter. Spielsatz Feigling. Ja, das passt. Dann gehen wir in Steinhügel rein. Ja, Steinhügel. Dieser Weg wird sehr steinig sein. Und schon sind es 188 durch die erste Unterwelt. Aber ich weiß gar nicht mehr, was es gebracht hat, diese Edelsteine. Vielleicht war es dann ähnlich wie bei Yooka-Laylee, dass man die eintauschen kann oder so. Ach so, guck mal, ich kann hier flattern. Das mache ich gerade aktiv. Ja. Frag mich gerade, warum hier nichts anderes kommt. Ja, der lädt das Level noch. So lang? Ja. Beim ersten Mal ging es schneller. Das ist vielleicht jetzt ein größeres Level. Oh, das sieht nach Bossfight aus. Oder? Direkt richtig reagiert. Leg dich nicht mit mir an, ich hab auch Hörner. So. Leg dich nicht mit Spyro an. Ein bisschen gut angesteuert habe ich den so. Ah, guck mal, deine Libelle ist jetzt blau. Ah, okay. Sie schützt dich im Prinzip wahrscheinlich, wenn sie verschwindet. Dann verlierst du dein Leben. Das ist wiederum so ein bisschen wie die Maske bei Crash. Ja, das kann sein. Dass es so in der Richtung war. Wahrscheinlich, wenn die Libelle dann den Schmetterling sich schnappt. Ja. Guck, jetzt ist sie wieder gelb. Jetzt ist sie wieder gelb. Genau. Okay. Wahrscheinlich gelb, blau, grün oder gelb, blau, rot oder Richtung. Da bin ich voll gegen die Wand gelaufen. Passiert aber nichts. Okay. Oh, hat ein bisschen Kopfweh gekriegt. Ja. Egal. Aha. Ah ja. Da ist wieder einer. Boah, riesige Schatzräume. Erstmal ihn, dann krieg ich wieder einen Tipp. Nehme ich mal an. Wenn du Drachen rettest oder auf Plattformen trittst, wird dein Fortschritt gespeichert. Das ist praktisch, falls du mal Ärger kriegst. Was dir natürlich nie passieren würde, Spyro. Natürlich nicht. Ja, man hat's gemerkt, jetzt sind die Untertitel aus. Da muss man durch, habe ich einfach lieber. Ja, aber ich finde, die Untertitel sind jetzt hier auch nicht so. Nee, ne? Brauchst du dafür jedes Mal einen Schlüssel oder kannst du dagegen rennen? Ach, so einfach geht das, okay. Ja, weil die sind aus Stahl, so wie die Stahlrüstung. Boah, okay. Nice. Jo. Das erinnert mich ein bisschen an den
An die Beschleunigung aus Gears of War. Nur, dass du dich hier, glaube ich, ein bisschen besser nach links und rechts. Ja, tatsächlich, es geht auf jeden Fall besser. Okay, es gibt, also wir waren jetzt da drin. Geht's in den Brunnen rein? Oder kommt man da raus? Ach, da. Wasser, Ben, Wasser, soll ich es riskieren? Also, da lieber vielleicht nicht. Nicht so, aber den Brunnen in der Mitte meinen. Ach so. Wir haben in der Mitte einen Brunnen. Das sieht sehr, oder so eine Plattform. Aha. Dankeschön. Ja, guck mal hier, der Schatzmeister auf Doom. Ah, da brauchst du einen Schlüssel. Okay. Ach so, aua. Okay. Hatten wir nicht schon den Gavin? Achte auf die Libelle, Spyro. Ihre Farbe zeigt an, wie stark sie ist. Wenn sie Schmetterlinge frisst, bleibt sie stark. Wie ich. Klar. Der Schnurrbart einfach. Wie sie auch uns aber mal alles erklären, nachdem wir es rausgefunden haben. Ja, aber wirklich. Die bessere Frage ist, wie kommst du hier wieder? Ich hoffe übrigens nicht, dass Spyro von Julian Bam oder sowas gesprochen wird. Oder wer ist das gerade aktuell bei Sonic? Ich glaube, boah, ich fürchte. Weiß es gar nicht. Ja, da stehe ich nicht so drauf auf irgendwelche... Oh, ach so, so komme ich wieder hoch. Ah. Auf irgendwelche YouTuber, die jetzt unbedingt Sachen synchronisieren müssen. Ja, vor allem auch der Big G, ne? Der macht ja auch sehr viele in letzter Zeit. Ja? Ja, ja. Der hat mal... Du meinst Gronkh? Ja, ich habe seinen Namen mit Absicht nicht ausgesprochen. Ach so. Der hat mal bei... wie hieß das Adventure von Daedalic? Deponia, da hat er mal einen Charakter gesprochen, das weiß ich. Ja, und sonst da hat er nicht nur einen Charakter gesprochen, sondern hat wirklich einen Charakter bekommen, sozusagen. Der sah auch ähnlich aus wie er. Stimmt. Das war so ein Obdachloser, ne? Ja, genau. Ich habe gerade ein Leben bekommen. Ja, cool. Durch die Muschel. Okay, Astor. Mhm. Na, der Alte. Drachen befreit hast, geht es durch dieses schicke Strudel Dingsbums zurück zur Heimat der Artisanen. Aber erst muss ich dir was erzählen. Nein, danke. Tschüsschen. Oh, so geht's auch. Ja, die Jugend von heute, ne? Der hat ein ganz schön hohes Stimmchen für so einen Alten. Da haben, glaube ich, schon die Östrogene eingesetzt. Jetzt müssen wir noch einen Schlüssel finden. So, jetzt haben wir hier 3 von 4. Ja, wir müssen sowieso noch... Oh, 100 Schätze muss... Krass. Ach so. Und ein Ei? Was? Ach ja. Ein Drachenei. Naja, wir haben ja hier noch eine Seite übrig. Ich wollte gerade mal schauen. Guck mal, der Kristall da über dem Eingang, der ist grün und die hier sind blau. Sind die... Wann ist das? Ja, überlege ich nämlich gerade, ob sich das verändert. Ah, okay, wir haben vielleicht alle Schätze gefunden. Aber wir haben doch jetzt bei dem haben wir doch jetzt eher alles gefunden. Ach nee, hier. Aua. Autsch. Was gibt's denn hier noch? Ja, guck mal, da ist noch ein Tor, das ist... Das meinst du? Ah, da geht's nach Hause. Ja. Also das ist erledigt, was soll denn hier noch sein? Keine Ahnung. Von oben kommen? Ich kann die Kamera nicht weiter hochdrehen. Aber guck mal, von der Innenseite von der Tür, da ist ein... Vielleicht hat's doch nicht so viel Bedeutung. Hier? Der grüne meinst du? Und von außen ist er blau. Ja. Na gut, ich gehe mal da rein. Wir können ja weiter drauf achten. Hä? Hast du es gehört? Ja. Ich würde sagen, da kommt irgendein... Oder ist es die Libelle? Nee. Nee, das ist niemals die Libelle, oder? Das ist hier. Tu mal Feuerspein. Vielleicht ist da irgendein lustiges Kind. Oder es kommt noch. Es ist original hier. Vielleicht oben drüber. Also ich wollte... Oder es wird immer lauter, wie so verstecken, weißt du, wie ich... Ja, ja. Ich wollte eigentlich gerade den Vergleich machen, dass die Libelle hier ja an Layli erinnert, aus Yooka-Laylee, so der kleine gefiederte Freund, wenn man so will. Ja. Wobei ja weder Layli noch eine Libelle original Vögel sind, aber es fliegt halt. Und dieses, was hier gerade kommt, der ist wie der Geist, der da so unsichtbar ist und dich immer geärgert hat bei Yooka-Laylee, den du finden musstest. Stimmt. Aber der ist hier drin. Also, hier hört's wieder auf, würde ich sagen. Er ist leiser, zumindest. Oh. Oh, will Gandalf mich verzaubern oder was passiert da? Das stimmt, der war Gandalf. Ah, Tatsache, der greift an. Interessant.
Aber ich greife schneller an. Oh. Boom. Oh, Bam! Voll auf die Fresse! Einfach mal. Oh. Hey, wo kommt der denn her? Gab es da mehrere von? Scheint so, da gibt es nochmal einen, habe ich gerade. Oh. Oh. Ah. Na, die der Steuerung ist gar nicht so simpel. Ja, der Wendekreis ist im Zweifel dann ein bisschen schwierig, aber. Da ist er. Oh! Er zeigt mit dem Finger auf dich, das ist unhöflich. Ja, aber echt, mit einem nackten Finger auf angezogene Leute hier. Wobei, ich bin auch nackt. Hab nichts gesagt. Da ist noch einer. Und der meint im Real Life, Leute. Er ist ein wahrer YouTuber. Ja, ich sitze immer casual-mäßig in der Aufnahme. Das weiß man doch, oder? So, okay. Boing, boing. Auch dieses Gehüpfe finde ich lustig. Ja, Spyro ist ein super süßer Charakter. So. Okay. Ja, man hört es ganz deutlich da drin. Ja, aber was? Ja, es... Keine Vielleicht Ahnung. Passiert noch irgendwas. Vielleicht obendrauf irgendwie? Oder? Kann auch sein, dass es von oben kam, ja. So, jetzt erstmal gucken. Da ist so eine... Oh. Aha. Da ist so eine kleine Brücke, aber die hat, glaube ich, nichts zu bedeuten. Ich wusste nicht, wie ich hinkomme. Dann kann man da rein und ich glaube, mehr ist schon hier nicht mehr. Ja, das sieht zumindest so da. Guck mal, auf den Hügeln leuchtet es doch rot. Hier? Oben, jetzt rechts von dir jetzt. Da oben, guck mal. Ach, ja. Hm, okay, dann gucke ich mal, wo mich das hier hinbringt. Oh, da ist ein Drache. Ach so. Spyro, mein Freund. Brauchst du einen Tipp zum Gleiten? Na klar. Du gleitest länger, wenn du in der Spitze deines Sprungs Sprung drückst. Drück mitten im Flug Aktion, um herabzuschweben. Ja, so wie ich halt schon immer gleite jetzt. Ja, ne? Sagen. Aber wie das Aerobitor. Ja, the Howie. Kann aber ich auf da der rüber? Zinne über dir sind auch... Ach je. Auf der Zinne ganz oben sind auch noch Edelsteine, oder habe ich mich da verguckt? Da in der Mitte? Ja, ich dachte, ich hätte was gesehen. Kann ja nochmal hochgehen. Aber es ist krass, dass man da einfach auf die Hügel rauf kann, ne? Ich hatte auch noch überlegt, ob das Hintergrund ist oder... Hier? Ja, ich dachte hier über dir, aber das war doch nur die... Nee, ne? Ja. Okay. Ja, ja, das finde ich auch erstaunlich, weil das sieht so weit aus, ne? So weit. Ja, ja, eben. Die weiten Weiten. Ja, die weiten Weiden. So, dann gucken wir mal. Oh. Was bist du? Das ist er! Ah! Nee. Keine Chance. Schneller. Keine Chance. Und am Ende kommt der Feuerstoß. Achtung. Oh, aber jetzt. Ich komme nicht ran. Boah, ich schaff's nicht so richtig. Naja, doch ganz langsam. Man darf den natürlich Weg abschneiden, ne? Ja. Sache. Ah, ich kann nicht Feuer speien. Ich kann gerade nicht Feuer speien. Warum das denn nicht? Okay, ich mach die Innenkurve. So. Bam! Ah, der hat das Ei. Hm. Ja, sehr schön. Was auch immer es dann bringt. Aber jetzt sammeln wir erstmal noch in Ruhe hier. Vielleicht kriegen wir dann noch neue Mini-Spyros. Oh, das wäre voll knuffig. Wie Yoshi mit seinen Eiern. Ja. Was? Ich bin doch hier vorhin schon rumgelaufen. Ah, diese. Kannst du die zerstören? Das ist also eine unsichtbare Levelbegrenzung, würde ich sagen, oder? Ach so, das hängt hier mit den. Ja, mit diesen Dingern hier. Ich denke nicht, dass ich hier noch weiterkomme, weil hier ist so viel Welt noch. Das ist wahrscheinlich. Na, so viel auch nicht, aber. Ich denke, aber renn mal gegen so einen Pfosten, vielleicht kannst du ihn ja zerstören. Oh, selber. Von hier. Nein. Okay. Nee. Ich denke, das ist hier nur eine obere Area, wo ich den jagen sollte und ein bisschen was sammeln, was ich so finde. Okay. So viel war es jetzt nicht, ne? Drei Edelsteine. Da ist noch eine Kiste. Links von dir, ne? Ach, hier geht's tatsächlich. Ah, nee, geht nicht raus. Hier ist auch Ende. Ja. Ja, okay, da sind noch. Noch Steine. Ich guck gleich nochmal links. Moment. Hä? Irritiert mich gerade hier. Hier ging es eigentlich um. Da geht's auch runter, ne?
Sag mal, von wo kommen wir denn? Ist eine echt gute Frage. Da hinten ist auf jeden Fall noch Edelst. Ah, hier ist das der Eingang. Ah, da mit dem. Ja, wahrscheinlich kann man in der Area, wo du gerade bist, irgendwie einen Schlüssel finden. Dann kann. Da hinten funkelt noch was. Siehst du ja, das und rechts, rechts von dir funkelt es auch. Da in die Richtung. Ach, da. So. Ja. Da ist noch ein Schema. Ups. Ah, hier kann man ja einiges finden. Guck mal einer an. Oh ja. Also, ich glaube, für 100% Schätze, da muss man sich ordentlich anstrengen. Mhm. Ah, da, okay, geht's nach Hause. Da geht's nach Hause. Ich hab's noch irgendwo funkeln sehen, aber frag mich jetzt nicht. Wo. Da war noch was Rotes. Ich bin ganz. Kann ja nochmal einen Rundlauf machen. Da sind sie. Ah, wow. Ja. Noch 41. 41, ne? Ja gut, in dieser großen Schatzkiste und der da noch. Hm. Ich glaube, hier ist nichts mehr gerade. Ah, da kannst du. Kannst du gut die Augen trainieren. Aber wirklich, ja. Aber ohne Motion Blur ist gleich viel schneller. Für mich klingt es immer so, als würdest du einen Witz machen, aber du meinst es ganz ernst, ne? Ich mein's ziemlich ernst, ja. Okay, hier war, glaube ich, auch. Damn serious. So, ich wollte da hinten rum. Da. Ja, genau. Da. Da, oben. Da waren wir noch nicht, ja. Aber man kann sich hier in Spyro, glaube ich, auch echt verlieren, ne? Glaube ich, nehme ich schnell durch. Hier bist. Ah, einen einfach. Ah, siehst du? Kannst du noch einiges finden. Ja, einen. Ja, das wäre vielleicht wieder der eine gewesen, der am Ende. Ja. Ach, du bist leider ein bisschen abgeschnitten. Ja, ich habe auch ein bisschen. Mein Sound ist ein bisschen buggy, muss ich dazu. Ach, echt, ja. Hm. Also die Übertragung, die du bekommst. Ja, genau. Er rauscht so ein bisschen. Ja, lieber Zuschauer, wir können es nicht beeinflussen, ne? Man kann immer nur auf den Discord-Server hoffen. Ach, hier geht's ja auch rum. Ja gut, aber in der heutigen Zeit würde eh gerade alles was Internet angeht und so, ne? Kann man jetzt als Ausrede nehmen, aber Discord war da noch nie optimal, obwohl es sonst sehr gut ist. Aber irgendwie haben wir immer Pech gehabt. Ja, das stimmt. Aber wo ist der Schlüssel, ne? Wir haben das Ei gefunden. Muss ich mal sagen, weil du unbedingt auf Honolulu wieder rumhängen musst. Da haben wir natürlich einen langen Übertragungsweg. Ja, ich weiß. Und dann noch auf meiner Yacht. Ja. Im WLAN ist immer ein bisschen schlecht. Oh. Okay, da geht's hoch. Nein. Nein? Da will er mich nicht lassen. Okay. Also da ist die Grenze fest. Und nein! Drunter. Ah, das ist ja ärgerlich. Ja gut, und dann noch. Nein. Auf der anderen Seite warst du schon, oder? Oh, klemmst du? Okay. Klemmst du. Ich bin verklemmt. Warte mal jetzt, wo waren wir als letztes drin? Da, oder? Ich glaube dort, ja. Da, wo der so lachte. Jetzt lacht er nicht mehr. Hat sich ausgelacht. Ah, ah, ah. Nee, musste ich nicht noch. Hatte ich den. Ach, war das nur der eine, den ich da geholt hatte, der so aus der Entfernung gefunkelt hatte? Ich glaube ja. Dann hätte ich's natürlich. Oh. Duck, 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 duck. Ich weiß auch nicht mehr, wo diese Entfernung war. Naja, dann hätten wir es natürlich. Ja, ich glaube, das war's. Ja, ich glaube, das war's soweit, ja. Okay. Also, dann es wird eh nicht immer die 100% geben. So ja, nee, aber ein bisschen sich umschauen in der Welt. Ich kann es immer betonen, sieht super aus und sich umzuschauen lohnt. Dann gehe ich jetzt hier runter. Und wer hier Speedruns sehen will, glaube ich, ist auch auf dem falschen Kanal. Ja. Das ist wahr. Speedruns sind nicht meine Welt. Das. Dann gehen wir raus, oder? Achso, warte schon alles, ja. Also zumindest die Drachen. Das Ei haben wir ja sogar bekommen. Ja, aber und wo ist der verdammte Schlüssel? Also das ist jetzt schon. Also ist mir jetzt schon wieder. Hatten wir noch eine Truhe, die nicht. Ja, unten in dem Keller da. Ach ja, stimmt.
Weil du hast ja noch zwei Eingänge, einen links und einen. Na, die haben wir jetzt alle durch. Den hast du und dann auf der anderen Seite. Also jetzt da. Den hatten wir zuerst gemacht. Kann ja nochmal reingehen. Einfach nochmal der Gründlichkeit wegen. Ah ne, das war dieser Schatzraum. Ne? Sieht überschaubar aus, ja. Schade. Komisch. Ich weiß ja nicht, wie gut Sachen in Spyro versteckt sein können. Ja, das ist halt die Frage am Schluss, ne? Dass man dieses, wie man im Englischen so schön sagt, hidden in plain sight hat. Also, dass es irgendwie direkt da ist, aber so gut versteckt, dass du es nicht direkt siehst. Dass du zum Beispiel mal irgendwo gegen eine Mauer klatschen musst, die brüchig aussieht, wer weiß. Gibt ja alles Mögliche in Games. Ja, eben. Tja, nö, dann weiter geht's, ne? Ah, okay. Ab nach Hause. Wenig war es ja auch nicht. Nö. Aber ich glaube, es wäre eh nur noch der Schlüssel gewesen. Wahrscheinlich so eine. Und dann noch die Truhe unten in diesem Brunnenkeller. Wow, wow. So, jetzt. Warte mal. Also, wir waren jetzt hier in dem Dings drin da. Oh, guck mal, wie die Schrift wechselt. Achtung. Ah, okay. Witzig. Steinhügel, dann gehe ich jetzt mal. Ach, gehe ich nicht, doch, oder? Wo waren wir hier schon? Waren wir doch schon mal. Ja, da kann man diesen Turm machen. Ah, da hinten sind noch Steinchen, hast du gesehen? Rechts auf dem. Rechts oben drauf. Nee, habe ich nicht gesehen, danke. Ja, wieder drei mehr. Den hattest du schon erfolgreich gejagt. Altstadt waren wir aber noch nicht. Nee, Altstadt waren wir noch nicht. Ja. Dann gehen wir da jetzt hin. Da habe ich mir schon die Minimap eingeschaltet, aber ich bin echt gerade nicht so gut im Orientieren bisher in Spyro. Ah, wieder wunderschöner Nachthimmel. Oder Morgenröte, je nachdem. Aber das mit den Schätzen, was ist. Oder es dient einfach bloß der 100%, dass wenn man sagt, man hat alle Schätze, dann kriegt wahrscheinlich man eine Trophäe oder so. Ich würde das jetzt gerne mit dem Ei wissen. Ja, das mit dem Ei, ne? Hol die Dracheneier zurück, aber dann kein Effekt. Oh, Hühnchen! Brenn die Hühnchen nieder! Grillhähnchen, geil. Okay, ja, genau, Grillhähnchen liegt jetzt hier. Oh, feier. Okay, erstmal. Oh, was ist das? Ein Stier oder so? Stier. Ja. Ob du da das Kopf-Ram-Duell gewinnst, weiß ich nicht. Also ehrlich, ich war schon überrascht, dass ich es gegen den Steinbock gewonnen habe. Der sah auch schon recht kräftig aus. Oder Widder oder was das war. Ja. Bock halt. Ah, hier. Erstmal einen Tipp holen. Der wird dir wahrscheinlich erklären, dass du die Kisten zerstören kannst. Ja. Herzlich willkommen in der Altstadt, Spyro. Gleite zuerst in die Gegend, in der die Bullen sind. Sieh dich dort gut um. Dass er keinen französischen Akzent hatte, ist erstaunlich. Ja, so sehr erfreulich. Für dich erfreulich, ja. Da, guck. Ah, aber ich glaube, man muss zweimal ran. Ja. Oh, Feuer? Ja, Moment. Ja, Feuer. Ja. Hä? Den anderen gleich mitgemacht? Ah, okay, Feuer ist wahrscheinlich instant. Ja, musste man gar nicht rammen im Endeffekt. Aber es sah lustig aus, wie er im Boden festgesteckt hat. Ja. Das stimmt. Oh, was ist denn das für eine Kiste? Da geht nix. Oh. Aha. Nice. Oh, 5. Nicht schlecht. Blau gibt 5. Ja. Oh, da gibt Blau immer 5. Okay. Diese Muschel ist ja auch lustig, wie der gerade rausguckt. Und er weiß genau, was auf ihn zukommt. Oder soll das eine Truhe sein? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall hat Finger gehabt. Ja. Okay, oh, Wasser. Der Boden ist Wasser. Ah! So. Und der nächste. Devlin. Der eine hieß Delvin, der nächste Devlin. Danke, Spyro. Mein Flügel hat ganz fürchterlich gejuckt. Wusstest du schon, dass du am längsten gleiten kannst, wenn du in der Spitze deines Sprungs Sprung drückst? Sag mal, das hat mir doch der andere schon gesagt. Ich wollte es gerade sagen, aber wahrscheinlich, wenn du in das Level zu. Ja, so.
Ah, der Matador! Ja! Nice! Nice! Okay, okay. Ja, cool. Wen mache ich zuerst? Okay, das. Ah, guck mal, Idle. Oh, habe ich nicht aufgepasst, Mann. Da bleibt man schon einmal blöd stehen. Hat er sich gerade am Hintern gekratzt oder was? Also Idle. Nee, die Libelle ist ja in die Kamera geflogen. Ach so. Oh! Guck ich mir später im Video nochmal an. Der Zuschauer hat's gesehen, du hast es auch gesehen, nur ich hab's wieder nicht gesehen. Okay, ich schätze, ich muss da hoch, um irgendwie. Oh, da trampelt was. Ja. Kommen wir vielleicht später rüber. Wirklich? Da, über diese Holzplanken. Kann gut sein, vorstellen. Ja. Die Hühnchen. Das finde ich ein bisschen unoriginell, dass ich die hier einfach wegflammen kann. Also ja, ich meine, sie brauchen zwei, aber die sind so kräftig mit ihren Hörnern. Pump, pump. Da hätten sie sich auch eine andere Taktik ausdenken können, die ich hier anwenden muss. Hm. Okay, den machen wir auch gleich. Oh, da geht's ja schon nach Hause. Also noch nicht, weil wir haben hier noch zu tun, aber. Gab es da gerade 10? Oh, du hast gerade 10 gekriegt. Was war es? 2 grüne und weiß ich nicht. Wie viel haben wir denn so insgesamt? Ach, Hälfte in der Altstadt. Okay. Hälfte, ja. Halbzeit. Jo. Alva. Spyro, hast du einen blau gekleideten Mann gesehen? Der Schwanz. Dieser Dieb hat ein Drachenei gestohlen. Du musst ihn aufspüren und... und das Ei zurückholen. Lauf, lauf. Ich bin etwas außer Puste. Okay, der ist gut. Wie er noch Feuer spuckt beim Husten. So, da komme ich ja gar nicht hoch. Aber dass der keinen Mundschutz trägt, ne? In der heutigen Zeit. Sind wir wieder beim Thema, ne? Gut, also hier würde ich sagen, komme ich nicht direkt hoch. Hm. Vielleicht über den Brunnen hochklettern. Ich habe noch gar nicht die gemacht, guck mal. Na, schau mal. Alter. Ja, über den Brunnen sah mir nicht so aus, ich probier's mal. Könnte natürlich sein. Ich kann da nicht hoch. Kann da nicht landen. Hm, da geht's nach Hause. Tja. Da ist der letzte Drache, ja. Ja, auch der, genau. Also da werde ich nicht rübergleiten können, ist jetzt auch so eine Sache. Nicht hoch. Ist ja komisch. Hm. Ja, da oben ist auf jeden Fall der Dude. Ja. Das hat man gerade gesehen. Stimmt, man hört ihn und man sieht ihn. So ein komisches Viech. Erinnert ein bisschen an, wie heißt das, Oddworld? Dieser Ape? Ape's Odyssey. Ja. Auch ein mega geiles was Spiel. Was blaues Alien-mäßiges. Ich komme ja auch gar nicht zurück. Da kommst du nicht mehr rüber, ne? Wow, okay, es muss ja irgendwas geben, wie du da... Ja, jetzt muss ich aber die Möglichkeit finden. Okay, waren wir blind? Ging es hier weiter? Hier doch wohl auch nicht. So eine kleine Absätze werden es auch nicht sein. Das ist ja oder geht das jetzt noch nicht? Dass man so eine Art Doppelsprung machen kann, meinst du? Oder sich Level-Architekturmäßig was verändert? Wahrscheinlich nicht. Ich will jetzt hier nicht nach Hause. Ich will das lösen. Brenn mal diese Pflanze da an. Vielleicht ist das irgendwas. Da rechts im Eck. Diese Schlingpflanze. Das? Vielleicht. Nein? Okay, nein. Hätte ja sein können. Tja, das ist jetzt eine gute Frage, ne? Er hat ja noch... Ich höre mir sie nochmal an. Er hat ja auf das Ei verwiesen. Aber... Ich meine, eins habe ich, aber es wurde mir noch nicht gesagt, was ich damit mache. Spyro, hast du einen blau gekleideten Mann gesehen? Dieser Dieb hat ein Drachenei gestohlen. Du musst ihn aufspüren und das Ei zurückholen. Lauf, lauf. Ich bin etwas außer Puste. Ja, muss ich den zuerst kriegen. Aber ne? Und von hier oben rüber gleiten kannst du nicht, oder? Ah, doch. Warte. Vielleicht klappt's. Ah, der... Also da, hier hoch. Ja, ja. Von genau. Den Treppen aus. Aber der gleitet zu schnell runter. Also hier geht's nicht. Von ganz oben ist
So, muss ich ganz schön um die Ecke hier. Oder muss ich hier oben starten und dann um die Ecke? Das könnte es natürlich sein. Könnte auch sein. Ah! Och, das ist aber wieder knapp. Knapp. Oh Mann. Ich meine, es ist vielleicht absichtlich hier oben nochmal so ein Podest. Oh Mann. Oh. Tatsächlich, ja. Das war krass. Schon schwer. Gab eine Errungenschaft, ein Blatt im Wind. Okay. Ja, ja, da kannst du nicht viel. Ach doch, kannst du, verdammt. Ich dachte, er hat nicht so viel Fluchtmöglichkeiten. Ah, scheiße. Was? Der kann springen? Der, vor allen Dingen runterspringen. Okay. Ah, warte, ich sammle hier erstmal. Kann ja wohl nicht. Damit habe ich nicht gerechnet. Wie man schon überrascht ist, wenn eine Spielfigur springen kann, ne? Wenn ein NPC auf einmal springt. So, das haben wir jetzt hier alles. Der wird wahrscheinlich auch im Kreis rumlaufen, das heißt, der springt runter und woanders wieder hoch, habe ich die Befürchtung. Also, dass ich den nicht so einfach irgendwo einkesseln kann. Ich tue erstmal so, als wenn er mich nicht interessieren würde. Dann kommt irgendwann der Überraschungsangriff. Also, der ist jetzt da unten. Ah komm, da hat er doch keine Chance jetzt. Ha! Er ist hochgesprungen! Scheiße! Was? Okay. Warte mal. Ach, hier ging es ja wieder hoch. Ne, hier geht's nicht mehr hoch. Ja, ich schätze, man hat nur diesen Moment, ihn zu jagen. Ja. Und muss das immer wieder neu machen. Im blödesten Fall. Krass. Ja. Mist, und hier komme ich jetzt auch nicht hoch. Okay, nicht eigentlich. Heftig. War ich hier schon? Ja, hier war ich schon. Ach, hier geht's wieder runter. Oh Mann. Okay. Na, ich würde sagen, der Sache widme ich mich beim nächsten Mal. Ich positioniere mich mal hier und dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Dann jage ich ihn nochmal. Ja. Liebe Leute, dann bis zum nächsten Mal. Und guckt bei Ben rein, ich sag's nochmal. Tschüss. Ciao.